Makatze war von einem Döner, hat sie auch so Dünnschiss wie ich. Ey, Jungs, Makatze, Makatze, guck mal, was ich. Liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir geile Themen für euch am Start und zwar: Batman Arkham Knight erscheint mit neuer Dual-Play-Funktion. Und Nintendo stellt neue Konsole vor. Los geht's! Batman Arkham Knight, der vierte Teil der erfolgreichen Actionspielreihe, der wohl coolsten Fledermaus der Spielegeschichte, geht nun am 23. Juni an den Start. Rocksteady Games, die Entwickler des Spiels, bringen nun wöchentlich das sogenannte Magazin Arkham Insights raus. In diesem Magazin stellen sie immer neue Features des Spiels vor. Dieses Mal war dran Batmans Dual-Play-Funktion. Was müsst ihr euch darunter vorstellen? In Kämpfen, in denen ihr normalerweise jetzt Batman schleudert, werden nun bekannte Charaktere wie Catwoman, Robin oder Nightwing euch zur Seite stehen, die aber dann auch im fließenden Wechsel steuerbar sein werden. Dadurch ergeben sich neue coole Kampfmöglichkeiten und die sehen richtig geil aus. Wie ihr seht, macht das neue Feature das schon coole Free-Flow-Kampfsystem noch ein Stück geiler und vor allen Dingen spannender. Wer jetzt einen Zwei-Spieler-Modus noch erwartet, den müssen wir leider enttäuschen, weil halt eben. Ist halt so. Leben. Das Leben ist hart und ungerecht. Richtig. Nächstes Thema. Nintendo gab ein paar Details zu einer neuen Konsole preis. Das Ganze soll dann Nintendo NX heißen und soll eine neue Konsole in der Familie von Nintendo werden. Zwar wird die neue Nintendo-Konsole nicht auf der E3-Messe vorgestellt, aber Satoru Iwata sagte, dass die Konsole die Kunden umhauen soll. Denn Nintendo hat sich wieder einige Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie wir spielen. Wie zum Beispiel bei der Wii U mit dem Touch. Du bist so ein Spassi, Alter! Die alten Konsolen wie die Wii U oder der Nintendo 3DS sollen nicht aussterben, sondern die Nintendo NX soll zur Familie hinzugefügt werden und adoptiert werden und Wow! Und jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr davon, dass Nintendo eine neue Konsole auf den Markt bringt? Findet ihr das geil oder sagt ihr, ey, die Wii U ist doch gerade erst gekommen? Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da von Nintendo kommen wird, oder? Definitiv, definitiv. Genau. Und jetzt geht's noch zum Nick fürs Wetter. Ja, herzlich willkommen zum Wetter. Die nächsten Wochen werden wieder sehr schön für uns, denn es zieht ein Hoch auf in der Kanto-Region und begnügt uns dann mit tollen Temperaturen bis 35 Grad mit Spitzenwerten in Alabastia und in Lavandia. Ansonsten gibt es noch eine Breaking News und zwar soll sich auf der Route 42 wieder ein müdes Relaxo hingelegt haben. Die Gewerkschaft hat schon Umleitungen hergestellt und zwar hat sie ein paar Taubsis zum Drüberfliegen bereitgestellt. Das war's von mir, zurück ins Studio. Liebe Freunde, das war's für heute auch wieder mit den Game News. Eure Meinung zu den Themen natürlich unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann kann man Folgendes machen. Liken, abonnieren, was ihr wollt. Definitiv. Ihr könnt euch auch einen runterholen da drauf, je nachdem, worauf ihr gerade Bock habt. Und ihr könnt euch auch fragen, warum der Ben Rollerblades anhat. Erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir brauchen Cliffhanger. Insoweit, ne? Danke, tschüss, abonnieren. Tschüss. Dancing in the moonlight. Oh, ich kann auf Kurve hinten rückwärts fahren. Hast du das gesehen? Mann, guck mal, wie ich kann.